Kennt ihr schon den neuesten Finanzierungstrend in der Startup-Welt? Ein sogenannter SAFE, kurz für Simple Agreement for Future Equity, ist eine besondere Spielart des Wandeldarlehens. Dabei ist ein SAFE kein eigenständiges Finanzierungsinstrument, sondern folgt den grundsätzlichen Regeln des Wandeldarlehens. Der Investor stellt dem Startup eine Summe X als Darlehen zur Verfügung. Nach einer bestimmten Zeit wird das Geld entweder wie ein normaler Kredit zurückgezahlt oder der Investor kann das Geld in Anteile am Unternehmen wandeln. Anders als andere Wandeldarlehen wird ein Safe immer zinslos und auf unbestimmte Zeit gewährt. Eine Wandlungspflicht gibt es nur bei gewissen Voraussetzungen. Wird liquidiert, verkauft oder an die Börse gegangen, erfolgt in der Regel Rückzahlung oder Wandlung. Tritt keins dieser Events ein, muss das Darlehen grundsätzlich nicht zurückgewährt werden. Das bedeutet erst einmal ein bisschen mehr Luft für Founder. Gleichzeitig kann die lange Laufzeit des Safe in Verbindung mit den dort gewährten Vorzugs- und Stimmrechten aber auch andere Investoren abschrecken. Da das Instrument noch nicht Gegenstand deutscher Rechtsprechung ist, bedeutet es zudem mehr Rechtsunsicherheit für die Beteiligten. Wie alle Wandeldarlehen bieten auch Safes zwar eine größere Flexibilität, weil für den Vertrag kein Notar erforderlich ist, das kann aber Vor- und Nachteil sein. Denn der Notar dient auch dem Schutz der Beteiligten vor Benachteiligung. In der Praxis werden die Wandeldarlehen oft mit diversen Zusatzregelungen versehen, die die Investoren stark bevorteilen. Viele GründerInnen unterschreiben die Verträge, ohne sich ihrer rechtlichen Bedeutung oder Tragweite bewusst zu sein. Daher, liebe Startups, Augen auf bei der Vertragsunterzeichnung, auch beim Safe.